The games must go on. Die Spiele müssen fortgesetzt werden, hatten Avery Brundage und das IOC nach dem gewaltsamen Tod israelischer Sportler in München entschieden. Politisch motivierter Terror sollte nicht stärker sein als der Traum von der völkerverbindenden Idee des Sports. Die überwiegende Zahl der Athleten akzeptierte den umstrittenen Beschluss. Der Kampf um die 364 Goldmedaillen, die in München vergeben wurden, begann erneut. Die Forderung an die Olympioniken, schneller, weiter, höher, setzte auch in München neue Maßstäbe für die menschliche Leistungsfähigkeit. 30 Weltrekorde und 84 olympische Rekorde wurden aufgestellt. Die Auszeichnung sensationell verdiente sich die 16-jährige Schülerin Ulrike Meifert aus Wesseling am Rhein beim Hochsprung. Um 7 cm verbesserte sie ihre eigene Bestleistung, stellte mit 1,92 m den Weltrekord ein und gewann als Außenseiterin das olympische Gold. Schneller als die favorisierten Mädchen aus der DDR sprintete das bundesdeutsche Quartett Christiane Krause, Ingrid Mikler-Becker, Annegret Richter und Heide Rosendahl dem Ziel entgegen. Vom Blitzstart bis zu den exakten Wechseln stimmte alles. Einen Meter Vorsprung für Heide Rosendahl beim letzten Wechsel vor der weltbesten Sprinterin Renate Stecher. Das reichte für den Sieg in der Weltrekordzeit von 42,8 Sekunden. Den entscheidenden letzten Wechsel und das packende Finale dieses unerwarteten Triumphes zeigen wir Ihnen noch einmal in Zeitlupe. In 60 aufregenden Minuten war die Hockeysensation perfekt. Deutschlands Spieler schlugen Weltmeister Pakistan im Finale mit 1:0. Strafeckenspezialist Krause schießt das erste und einzige Tor dieses Spieles. Zum ersten Mal gewinnt damit Deutschland bei einem olympischen Hockeyturnier die Goldmedaille. Die Pakistani können sich mit der Niederlage nicht abfinden. Wegen Missachtung der olympischen Siegesfeier werden sie vom IOC von der Teilnahme an zukünftigen Olympischen Spielen ausgeschlossen. In Tokio und Mexiko war Dieter Kottisch aus Hamburg im dunklen Hemd schon in den Vorrunden ausgeschieden. In München erreichte er, was vor ihm keinem bundesdeutschen Boxer nach 1945 gelungen war, den Gewinn einer Goldmedaille. Kottisch zählte nicht zu den Favoriten im Halbmittelgewicht, aber im 250. und letzten Kampf seiner Boxerlaufbahn kämpfte er konzentriert und nervenstark wie selten. Mit 3:2 Punkten gewann er schließlich den Kampf gegen den Polen Rutkowski. Der Jubel war grenzenlos. Kaum für möglich gehaltene Leistungssteigerungen und Übererwarten großer Kräfteverschleiß, Weltrekord und Zusammenbruch, das sind die Pole im modernen Leistungssport. In München vielleicht am eindrucksvollsten dokumentiert beim 1500-Meter-Lauf der Frauen. Zum dritten Mal während der Spiele läuft die Russin Bragina ihren Konkurrentinnen auf und davon. Ellen Titel aus Leverkusen, die Läuferin mit der drittschnellsten Vorlaufzeit, brach zusammen, als es in die Schlussrunde ging. Magenkrämpfe zwangen sie zur Aufgabe. Bragina holt sich in neuer Weltrekordzeit mit 4 Minuten 1,4 Sekunden die Goldmedaille. Für Ellen Titel waren körperliche Anstrengung und nervliche Belastung stärker als der Wunsch, mit vorn zu sein.
76 Läufer waren am Start des Marathonlaufes, dem Lauf der Leiden, nachdem sie mit einem ärztlichen Attest den Beweis für gesundheitliche Fitness angetreten hatten. 42 Kilometer quer durch München, dort, wo es am schönsten ist. Ich habe mir gedacht, so früh im Rennen will dir keiner folgen. Wenn du jetzt an die Spitze gehst, kannst du dich aus dem Staub machen. Bei Kilometer 30 hatte der in München geborene 24-jährige amerikanische Jurastudent Frank Shorter schon einen Vorsprung von mehr als einer Minute. An den Sieg dachte er noch nicht. Die letzten Kilometer, das ist wie langsam sterben. Es kommt nur darauf an, dass es bei dir noch etwas länger dauert als bei den anderen. Dann kannst du gewinnen. 2 Stunden, 12 Minuten und 19,8 Sekunden nach dem Start hatte Shorter es erreicht. Wieder eine Goldmedaille für die USA. Lange nach der Siegerehrung, als ein Gewitter das Ende der schönen Münchner Sommertage anzeigte, betrat der letzte Läufer des Feldes das Stadion. Doch auch Maurice Charlottin aus Haiti hat sein Ziel erreicht. Beim letzten Wettbewerb der 20. Olympischen Spiele rivalisierten die besten Reiter aus 8 Ländern um den Preis der Nationen. Hans-Günther Winkler holte sich auf dem Münchner Parcours seine 5. Goldmedaille. Nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Reiter im Einzelspringen gelang es ihnen damit, ihr Image wieder aufzuputzen. William Steinkraus aus den USA sicherte mit einem Nullfehlerritt im ersten Durchgang und dem zweiten mit nur 4 Fehlern am Wassergraben den Amerikanern die Silbermedaille. Die Bronzemedaille sicherten sich die Italiener. Nach 17 Tagen sportlicher Auseinandersetzungen verabschiedete München seine Gäste. Zum letzten Mal traten die Sportler im vollbesetzten Stadion vor ein Publikum, dem sie, so hieß es oft, für seine Sachkunde, Fairness und Beifallsfreude auch eine Medaille verleihen würden. Der Schatten aber, der nach dem Massaker von München die Idee von den heiteren Spielen verdunkelt hatte, blieb. Der 85-jährige IOC-Präsident Avery Brundage, der nach den Spielen aus seinen Ämtern scheidet, beendete offiziell die 20. Olympiade. And in accordance with tradition, I call upon the youth of all countries to assemble 4 years from now at Montreal. Die Zeit des Abschieds ist gekommen. Wir kehren in unsere Heimat zurück und rufen Ihnen allen zu, auf Wiedersehen. In München erlosch das olympische Feuer. In Montreal soll es in 4 Jahren wieder leuchten. Zweifel an dem Sinn olympischer Spiele sind gewachsen. Beim IOC, bei den Athleten und bei den Sportinteressierten in aller Welt aber scheint noch immer der Glaube an die völkerverbindende Kraft des Sports zu überwiegen.